Ja, hallo liebe Freunde der Mobilität und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Dies ist Teil 2, der sich um diese wunderschöne Hercules Prima 4 Mofa dreht. Falls ihr den ersten Teil davon noch nicht gesehen habt, verlinkt ich euch das Video hier oben mal. Guckt euch das gerne mal zuerst an, damit ihr versteht, wie dieses Scheunenfund-Mofa, dies ist nämlich ein Scheunenfund-Mofa, wie wir die wieder auf die Straße bringen und alles durchreparieren. Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, die Kupplung zu reparieren, da die Kupplungslamellen hinüber war. Und dann haben wir schon ein bisschen damit angefangen, hier eine Leistungssuche zu starten. Weil irgendwie hat das Ding überhaupt keine Leistung. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Damit werden wir uns jetzt in diesem Video beschäftigen. Und ich rede jetzt gar nicht lange um den heißen Brei und starte direkt mit dem eigentlichen Video. So, nach erfolgreichem Zusammenbau der Kupplung mit den neuen Lamellen, was ihr eben gesehen habt, bin ich die Mofa dann mal gefahren. Wir haben jetzt auch schon wieder einige Tage später. Ich habe leider kein Video davon gemacht. Und also das Schleifen am Anfang beim Fahren, was man am Anfang gehört hatte, war auf jeden Fall weg. Das Problem war behoben. Und sie lief auch etwas besser, kam etwas besser aus dem Stand, aber es war immer noch auf gar keinen Fall so, wie es sein soll. Und teilweise kam sie auch gar nicht aus dem Stand los. Und ich denke, das Ganze liegt am Vergaser, da ja sich das auch einfach danach anhört. Ich habe den Vergaser jetzt mal abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt. Die Schwimmer kann man jetzt schon wieder dran und den mal von oben bis unten durchgereinigt. So, hier sieht man nochmal eben den Schwimmer. Ich habe das hier alles gereinigt. Die Dichtung, die müsste eigentlich auch mal erneuert werden, auch die Düse. Weiß jetzt nicht, ob man es über die Kamera sieht. Die habe ich auch in ihre Hauptdüse und in den Düsenstock zerlegt. Habe die gereinigt, die ist schön frei. Die Dichtung, die müsste eigentlich auch mal erneuert werden. Das mache ich jetzt aber nicht, weil wenn dieser Vergaser jetzt so nicht funktioniert, dann kaufe ich einen neuen, der kostet 20 Euro oder sowas und schlag mich nicht mehr mit dem Ding hier rum, damit das endlich mal funktioniert. Dann brauche ich auch die Dichtung hier nicht mehr erneuern. Das wäre dann rausgeschmissenes Geld, wenn ich eh einen neuen kaufe. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Ich baue den jetzt wieder zusammen und dann bauen wir den wieder an. Das Reinigen des Vergasers und die anschließende Montage, das hat jetzt leider noch nichts gebracht. Die Mofa läuft genauso wie vorher. Sie läuft ihre, weiß ich nicht, 17 km/h und kommt noch gar nicht auf den Stand. Ich könnte euch das jetzt ja auch einfach mal demonstrieren gleich. Ich habe jetzt aber schon mal aufgrund einiger Kommentare, die ich in meinem vorherigen Video bekommen habe, da haben mir nämlich einige geschrieben, guckt doch mal in den Auspuff, ob der nicht zu ist und ob der überhaupt noch frei ist und alles Mögliche. Und deshalb habe ich jetzt mal den Auspuff abgenommen und werde mir den jetzt mal ein bisschen genauer von innen anschauen. So sieht man noch nichts. Ich muss gleich mal ein Video mit Blitz starten. Und schauen mal, wie der Schalldämpfer aussieht und wie das hier drin alles so sitzt. Und ob man den noch, man sieht schon hier unten, da krümelt schon einiges raus, ob man den noch verwenden kann, ob ich den wieder freibrennen muss oder ob ich irgendwie einen neuen kaufen muss. Gucken wir uns jetzt an. So, ich habe jetzt leider nicht ganz so viel Ahnung davon. Also von innen sieht der jetzt so aus, der sieht sehr verölt aus. Ich habe da gerade schon mit Bremsreiniger versucht, sauber zu machen. Hat nichts gebracht. Ja, ich versuche das jetzt mal ein bisschen mit dem Schraubenzieher hier alles rauszukratzen, dass wir uns wenigstens mal einen Überblick darüber verschaffen können. So, wie man hier gerade sehen kann, versuche ich als Amateur jetzt mal diesen Auspuff hier freizubrennen. Ich sollte vielleicht mal den Benzinpott hier wegnehmen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Benzin reingeschüttet, den ganzen Auspuff jetzt so hingelegt und angezündet. Da brennt es jetzt. Da gibt es bestimmt 100 Sachen, wie man es anders machen soll. Das schreibt ihr mir gerne jetzt in die Kommentare, was ich hätte besser machen sollen. Eigentlich wollte ich noch dieses Teil hier abnehmen. Da sitzt ja der Schalldämpfer drin. Ich habe aber wirklich alles versucht und das Ding ging nicht mehr abzumachen vom Auspuff. Da dachte ich, ich versuche es jetzt einfach mal so. Ich lasse das jetzt hier nochmal auskokeln. Mal gucken, was danach passiert. Oh, das war es schon. Das war jetzt aber, denke ich, der Wind. Ich versuche es nochmal anzuzünden. Ah, immer schön mit Vorsicht, wenn man mit Feuer hantiert. So, weiter geht's. Wie man sieht, sieht man auf dem Video schlecht, kommt auch ein bisschen schwarzer Qualm mit und auch grauer. Das heißt, da verbrennt auf jeden Fall ein bisschen von dem Öl, was da drin ist. Das ist gut. Das war jetzt auch kein Gemisch oder so, was ich da reingekippt habe. Das war normales Benzin. Ich habe eben versucht, den Auspuff einmal zu drehen oder besser gesagt, du warst das, Martin. Und dabei ist leider dieses Loch hier, was sich oben im Auspuff befindet, nach unten gekommen. Dann ist der Sprit rausgelaufen. Ja, dann haben wir hier so einen kleinen Großflächenbrand veranstaltet. Das Ganze haben wir jetzt aber schnell wieder mit Sand abgedeckt. Und jetzt brennt sich hier wieder nur noch der Auspuff frei. Ja, wir warten jetzt, bis das vorübergeht. Ich sitze jetzt hier bestimmt schon seit 10 Minuten und es brennt gut. Zwischendurch geht es manchmal aus. Ist jetzt gerade ein bisschen windiger. Ja. Mal schauen, wie lange das jetzt noch so vor sich her tuckert. Ich möchte noch einmal dazu sagen, dass dieses Video jetzt nicht ein Tutorial oder sowas sein soll. Sowas solltet ihr wirklich Leuten überlassen, die davon Ahnung haben und sich damit gut auskennen, dass da keine gefährlichen Situationen entstehen. Weil wenn man als Amateur an sowas rangeht, dann können da ganz schnell schlimme Sachen passieren, wenn man hier die entsprechenden, wenn man die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen nicht einhält. So, ob man es glaubt oder nicht. Nachdem ich das Ganze jetzt aber ein bisschen Wärme drauf gegeben habe, ließ sich der Endschalldämpfer jetzt hier doch abschrauben. Den haben wir jetzt hier drin, das sieht so aus.
Die Bohrungen da drin sehen jetzt tatsächlich relativ frei aus. Hier, so sieht das von der Seite aus. So, jetzt versuche ich mal, den Okolyten hier mit der Zange rauszuziehen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze wie das Ganze funktioniert und ob das Ganze überhaupt funktioniert. Sagst du, Martin? Ja, könnte rauskommen, aber so fest wie das Ding. Ah, oh, ja. Den kann man drehen. Wahrscheinlich auch einfach rausschrauben wie das andere Teil. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich mal Handschuhe angezogen, habt ihr bei mir auf dem Kanal sonst noch nie gesehen. Aber das jetzt ist wirklich eine sehr große, schmierige Arbeit. Oh ja, oh. So. Ah ne, das ist der Endschalter. Ja, ja, genau. Genau. So, hier haben wir das Ding. Kannst du mal reinfilmen. Schmago Fazzi. Ja, so sieht der auf jeden Fall aus. Den werde ich jetzt erstmal, glaube ich, mit ein bisschen Bremsenreiniger sauber machen. Und dann haben wir hier den Auspuff. Das sieht aber alles noch halbwegs frei aus. Vielleicht ein bisschen zugesetzt. Ja, ich würde sagen, einmal durchjagen werden wir den Auspuff auch noch mit Feuer. Ja. Und das Ding hier vielleicht auch noch mal, weil hier sieht man deutliche Ablagerung von Ölkohle. Das ist ganz klar. Ne? Also der Durchlass hier, der ist zwar noch frei, aber man erkennt das hier, dass das da auf jeden Fall gut abgelagert wurde. Wenn ich hier einmal auf den Boden klopfe, sieht man auch, was da schon rauskommt. Ja, und das ist ja Metall. Eigentlich müsste es ja quasi komplett glatt sein, wie hier so außen irgendwo. Na gut, dann machen wir mal weiter und nehmen euch dabei mit. So, jetzt haben wir hier den Rest vom Auspuff. Da kippen wir jetzt wieder ein bisschen Benzin rein. Das ist hier ein bisschen schwieriger, den ganzen Spaß da rein zu kippen. Ja. Ja, scheiße, jetzt läuft das da natürlich raus. Oh ja. Ach, das Feuerzeug. Hier mal den Benzin immer etwas weiter wegstellen. Ja, wie man sieht, ist vorne jetzt ein bisschen was rausgelaufen. Da brennt das jetzt. Wir lassen das jetzt mal kurz runterbrennen. Wir haben das ja hier im Blick da drumherum. Wie ihr seht, ist ja auch überall Sand. Wie ihr seht, knallt das jetzt immer vorne einmal so raus. Ah, jetzt ist es wieder aus. Das ist immer nur lange kurz anhalten, weil jetzt nicht mehr so viel Sprit drin ist. Ja, Freunde, jetzt geht das hier richtig los. Jetzt knallt das hier vorne manchmal. Und wie ihr seht, kommt hier hinten die ganze Kacke raus. Und vorne knallt das halt manchmal so ein bisschen. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt. Das ist ja quasi der Effekt, den wir erreichen wollen. Oh, jetzt ist, glaube ich, ja, jetzt ist wieder aus. Aber das war auf jeden Fall der Effekt. Ah, ich würde sagen, das Stück haben wir jetzt lang genug durchgequält. Wie man sieht, hinten dampft es noch ein bisschen raus. Der sollte jetzt wieder ganz gut sein. Wir können ja noch mal reinkicken, obwohl das Ding ist jetzt ziemlich warm. Ja, es dampft noch. Man kann ja... Ja, wir zeigen euch das gleich noch mal. Ist noch ein bisschen warm. So eine Zange ist sehr praktisch. Ja, es dampft noch raus. Aber da drin sieht man es eigentlich alles ziemlich schön frei. Bis auf den einen da außen. Da können wir gleich noch mal ein bisschen mit dem Schraubenzieher drauf rumprokeln. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Ich habe dieses Teil jetzt ein bisschen mit der Drahtbürste bearbeitet. Wie man sieht, da ist schon ziemlich viel Rost und Ruß drauf. Aber das sollte ja erstmal keine Rolle spielen. Das hier oben, da habe ich gut mit der Drahtbürste durchgewurschtelt. Wenn man nochmal im Video zurückspult jetzt, oder ich kann auch jetzt kurz ein Bild einblenden, und sieht, wie das vorhin aussah. Das ist jetzt wirklich ein Unterschied. Ja, der Auspuff, der ist ja jetzt an sich freigebrannt. Das hatte ich ja eben schon gezeigt. Und dieses Teil, das sieht jetzt auch von innen gut aus hier, das Endteil. Ist natürlich noch ein bisschen ölig, aber der große Teil ist jetzt auch schon raus und das sollte ja eigentlich keine Rolle spielen. Jetzt haben wir nochmal eben den Krümmer demontiert, weil wir haben uns gedacht, ne, wenn das fette Ding schon zugesetzt ist, vielleicht ist ja in diesem Lütschen Krümmer ja auch, was ist ja auch ein P1-Krümmer, ne, nix Tuning, nix P3 da, alles Ori an der Kiste. Wenn man jetzt hier mal reinguckt, sieht noch ganz okay aus. So, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Sprit, den kippen wir jetzt mal einfach rein. Jetzt lüft das vorne schon raus, jetzt legen wir das einfach mal schlauerweise so hin, dass sich das nicht gleich mit anzündet. Hier packen wir nochmal einen Schluck rein. So, und dann zünden wir mal an. Ja, brennt schön. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt, ob man das so macht, aber Schaden wird es ja sicherlich nicht. Deshalb lassen wir es jetzt einfach mal durchqualmen. Ja, ein Tag ist vergangen. So sieht der Krümmer jetzt aus von innen. Wie ihr seht, der Durchlass ist relativ frei. Ich kratze gleich nochmal ein bisschen das alles mit dem Schraubenzieher weg, mit dem Kleinen. Nachdem wir, wenn wir das jetzt alles weggekratzt haben, dann baue ich den Auspuff wieder zusammen mit Endschalldämpfer und allen Teilen, die dazugehören. Ja, und dann wird das Ganze wieder angebaut und dann schauen wir mal, ob das jetzt wirklich was geholfen hat oder ob das nur sinnloser Spaß war. So, hier haben wir jetzt alle vier Teile vom Auspuff. Den Krümmer, den habe ich jetzt auch mal dazugelegt. Den brauchen wir jetzt natürlich erstmal noch nicht. Wir kümmern uns ja jetzt erstmal hier um den Auspuff, dass wir den wieder zusammenbauen mit den gereinigten Teilen. Hier habe ich auch nochmal mit Bremsenreiniger alles durchgeblasen. Sieht man hier oben, dass da ein bisschen der Ruß ab ist, sonst ging das nicht so wirklich. Sollte ja aber auch keine große Rolle spielen, weil das nur außen ist. Und wenn ich jetzt meine Hände drüber mache, natürlich so ein bisschen Dreck ist noch dran, aber da kommen keine groben Körner mehr ran, von daher geht das so. So, der kommt jetzt natürlich erstmal wieder hier drauf. Den schrauben wir jetzt hier wieder drauf. Ich habe gerade vergessen, das Teil hat ja überhaupt kein Gewinde, deshalb brauchen wir den natürlich nicht schrauben. So, jetzt sehe ich hier so ein kleiner Riss da drin. Hier, falls man das nicht schlecht sehen kann. Ich versuche das jetzt mit der Zange einfach wieder so ein bisschen zusammenzubiegen. Jetzt habe ich das Ding wieder lose gemacht. So sieht das doch einigermaßen dicht aus. Hier ist natürlich immer noch
minimaler Ritz drin, aber das geht. Als nächstes kommt hier wieder das Endteil drauf. Das hatte ja auch kein Gewinde. Ich dachte am Anfang immer, das hat irgendwie Gewinde, weil ich das immer so drehen musste. Aber das lag wahrscheinlich einfach dran, dass es total feste war. Ah ne, da oben hat er ja ein Gewinde, genau. An der Stange, die da einmal durch den Auspuff durchgeht, da ist ja ein Gewinde und dann ist oben in dem Teil ein Gewinde. Und so können wir den jetzt festdrehen. Da dreht sich jetzt hier der Schalldämpfer darunter ein bisschen mit, spielt ja aber auch keine Rolle. Der Auspuff ist soweit fertig, ist ja nicht mehr der schönste. Obwohl, nee, die Schelle kommt hier drauf, sehe ich gerade. Ja, sonst muss ich nochmal gucken, aber ansonsten ist der Auspuff jetzt wieder bereit zur Montage. Da hinten gucke ich jetzt nochmal eben. So, nachdem wir das Ganze jetzt hier wieder frei haben, kommt natürlich die Montage vom Ganzen. Da fangen wir an beim Krümmer, der wird hier drauf geschoben. So, sollte sitzen, dann hier, das ist ja hier mit einer Schraubschelle gelöst, die Befestigung. Ach nee, da hinten ist das gar keine Zehner. Ja, dann halten wir die fest. Geht auch. Dann schrauben wir das Ganze fest. So, jetzt dreht das hinten auch schon nicht mehr mit. Da soll ja auch keine Luft daneben gehen, aber auch nicht so fest, dass die Schraube überdreht. Also wenn ich mich auf die Knarre setzen muss, ist auf jeden Fall zu fest. So hält das. Und jetzt kommt der Auspuff. So, ja, die Montage habe ich jetzt mal eben nicht gefilmt. Das war ein bisschen schwieriger. Dadurch mein vieles hier draufkloppen hier vorne, sich das hier vorne ein bisschen auseinandergebogen hat. Ich habe das jetzt mit der Zange den Auspuff wieder zusammengebogen, meinte ich. Deshalb hat das da nicht aufgepasst. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen auseinandergebogen, draufgeschoben. Jetzt die Schelle wieder draufgesteckt und jetzt können wir es wieder zusammenbiegen. Nehmen wir hier das Ganze festschrauben. So, fest ist es. Jetzt kommt noch einmal die Fixierung hinten. So, jetzt wird hier hinten nochmal die Schelle festgeschraubt, dass der Auspuff hier nicht so rumwackelt. Jetzt ist alles montiert, Krümmer dran, Auspuffschelle und die Schelle für die Befestigung. Das heißt, der Probefahrt steht jetzt nichts im Wege. So, Testfahrt erledigt, wie ihr gesehen habt. Und wenn ihr das jetzt mal mit den Videos aus dem ersten langen Video vergleicht, wie sie vorher gefahren ist, das ist wirklich kein Vergleich mehr. Das Ding kommt aus dem Stand und beschleunigt in kurzer Zeit auf 30 km/h laut dem Tacho. Ich bin sogar gerade auf gerader Strecke. Ich weiß nicht, ob ich minimal Rückenwind hatte, aber eigentlich ist es gerade ziemlich windstill, wenn man hier mal auf die Bäume zeigt. Also eigentlich windstill bin ich. Tacho 40 gefahren, GPS gemessen waren das 28 km/h für eine 100% originale Mofa. Ein ja, sehr zufriedenstellendes Ergebnis. 25 fahren die, fährt 28, tipptopp. Rekord habe ich gerade auf einer etwas bergab Strecke 29 erreicht. Bin ich sehr zufrieden mit. Wir haben also das Leistungsproblem hiermit tatsächlich behoben. Wie man jetzt gerade aber womöglich gesehen hat, fehlt dieses Teil hier. Muss daran. Habe ich in der Hand. Ich hatte ja schon eben Probleme damit, das zu befestigen. Ich kann das jetzt hier nochmal draufstecken, wenn ich das mit einer Hand hinkriege. Ja, geht sogar. Und dann hier schon mal festschrauben. So, und wie man sieht, wenn ich so weit bin, kann ich drehen, wie ich will. Das geht nicht mehr weiter drauf. Jetzt kann ich es natürlich hier so ein bisschen draufstecken und dann drehen. So, dann sitzt das Ding so. Aber wenn ich jetzt draufstecke und drehe, kann man es auch unendlich drehen. Und dann denkt man irgendwann an einen Punkt. Jetzt zum Beispiel, es ist relativ fest, aber wenn ich einmal dran ziehe, flupp, ist der wieder ab. Und dann schwabbelt der hier so rum und dann kommen halt hier die Abgase raus und das Ding ist zu laut. Mich persönlich würde es nicht stören. Das Ding soll ja mal irgendwann verkauft werden. Das stört natürlich, weil sie sich dann halt eben nicht so anhört, wie sie sich anhören soll. Und das dann natürlich auch in einer gewissen Weise, glaube ich, illegal ist. Deshalb müssen wir dieses Problem jetzt beheben, dass dieses Ding hier fest drauf sitzt. So, ein Tag ist jetzt vergangen. Ich habe heute Nacht nochmal drüber geschlafen. Mir ist aber keine richtige Idee eingefallen. Vielleicht werde ich das mal mit ein bisschen Kleber oder sowas versuchen. Ich weiß aber noch nicht, ob das so wirklich empfehlenswert ist. Oder ich versuche es mit einer Schelle oder sowas. Aber da habe ich jetzt auch gerade nichts Passendes da. Daher beende ich das Video an der Stelle. Zu dieser Mofa kommt aber auf jeden Fall noch ein Video, weil hier noch ein paar kleine Sachen dran zu machen sind. Zum Beispiel der Tacho. Der geht immer nur, wenn man ein paar Mal gegenklopft und sowas. Das werden wir hier alles noch reparieren. Ein paar optische Sachen noch. Und in dem Video werde ich mich dann auch dem Ganzen hier widmen. Ihr könnt mir ja mal gerne für die Leute, die sich auskennen, in die Kommentare einen Tipp schreiben, falls ihr einen Tipp habt, wie ich den ganzen Spaß hier wieder richtig festkriege, dass das hier nicht ja, so rumwackelt, wie es jetzt wackelt. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt auch wieder auf dem Video, bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Teil von dem Mofa wieder einschaltet. Und das war's dann auch schon wieder.